Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Ich habe jetzt ein paar Missionen kurz gemacht und nun kommt eine kleine Abschlussszene, könnte man sagen. Ah, hey, ihr beiden. Plaudergei. Was gibt es, Plaudergei? Warum die große Eile? Der Strand, am Strand. Ist da unten am Strand irgendetwas? Manaphy ist zurück. Wie bitte? Manaphy? Du meinst das Manaphy, auf das wir aufgepasst haben? Ja, genau dieses. Das ist es. Schnell zum Strand. Ja! Manaphy ist zurück. Wirklich? Tatsächlich, da ist Manaphy. Ja. Manaphy. Shiny, shiny. Manaphy. Du bist wirklich das kleine Manaphy? Ja, ja. Ich bin groß geworden im Meer. Das habe ich alles euch zu verdanken, Shoni und Shana. Oh, du erinnerst dich an uns. Natürlich habe ich euch nicht vergessen. Nicht ein einziges Mal. Niemals. Ich habe euch vermisst. Oh, es ist zurück. Wie schön. Wow, ich erinnere mich an diesen Ort. Hier bin ich geschlüpft, oder nicht? Ja, da hast du recht. Hier haben wir uns kennengelernt. Ich bin überrascht, dass du das noch weißt. Wir Manaphy haben die Fähigkeit, uns daran zu erinnern, wo wir geschlüpft sind. Das hat man mir gesagt. Nachdem wir im Meer aufgewachsen sind, gehen wir an den Ort unseres Schlüpfens zurück. Herr Valreiser hat mir das beigebracht. Das ist beeindruckend. An dieser Stelle bin ich geschlüpft. Deswegen fühlte ich das Verlangen, hierher zurückzukehren. Nun gut, jetzt wo du wieder hier bist, was hast du vor zu tun, Manaphy? Mir wurde gesagt, ich müsste das alleine entscheiden. Nun, ich habe wirklich lange über das und auch über andere Dinge nachgedacht. Ich möchte Shoni und Shana etwas geben, weil sie auf mich aufgepasst haben. Reist ihr nicht umher und erkundet Orte überall auf der Welt? Ich wünsche so sehr, ich könnte euch auf euren Abenteuern helfen. Darf ich bitte ein Team von Team Greenwater werden? Keine Sorge, ich bin groß geworden. Mir wird nicht mehr so schnell schlecht wie früher. Ihr wollt mich nicht haben? Selbstverständlich wollen wir, dass du bei uns bleibst. Richtig, Shoni? Natürlich wollen wir das. Aber selbst wenn ihr jetzt Nein drückt, Shana, fragt euch so lange, bis ihr auch zustimmt. Also können wir gleich von Anfang an selbstverständlich sagen. Wirklich? Darf ich wirklich? Juhu, ich habe es geschafft! Wie es sich freut. Ich verspreche, mich sehr anzustrengen für Team Greenwater. Falls ihr mich braucht, ruft mich bitte einfach am Treffpunkt. Dann komme ich gerannt. Wie soll sein Kosename sein? Es heißt doch bereits Manaphy. Was soll es auch so heißen? Ist okay. Manaphy gehört nun zum Team. Sehr schön. Ja, das ist jetzt storytechnisch quasi das Letzte, was passiert ist. Oder was passieren kann, so will ich weiß. Es gibt noch ein kleines Easter Egg, könnte man sagen. Aber bevor wir uns das ansehen, will ich noch kurz, so wie immer, zu Xatu gehen und ein paar Boxen öffnen lassen, ein paar Dinge verkaufen und nochmal nachsehen, ob nicht irgendwie endlich mal meine gesuchte Diglerhaare, na toll, meine gesuchte TM zu haben ist. Es könnte ja sein. Könnte ja wirklich sein. Rotgummi, ui toll, ui toll. Habe ich eine Riesenfreude dran. Super. So, hier war Gelbgummi drin. Ist noch fast ein bisschen toller. Und nochmal Geld ausgeben. Ich habe übrigens extrem viel Geld gesammelt, ist mir aufgefallen. Floragummi, ja, das ist wiederum schön. Habt ihr es gesehen? Ich habe extrem viel Kohle. 25.600. Ist das nicht riesig? Aber jetzt kann ich nicht mehr viel mit dem Geld anfangen. Das ist so das Problem. Gut, dann verkaufe ich ein paar Dinge. Behalte ich alles, das kann weg und das und das. Und das da. Ich habe auch immer einen Schlüssel dabei für den Fall, dass irgendetwas aufzuspüren gilt, also aufzuschließen, meine ich, so ein tolles Schloss. Auf jeden Fall hast du vielleicht meine TM, endlich mal. Nein, aber du hast wieder einen Schlüssel, wovon ich mir eigentlich nochmal einen kaufen könnte, aber nö, wozu auch. Gut, die haben wir. Nicht viel Tolles, gut, dann, bevor ich euch noch das letzte kleine Fitzelchen vom Spiel zeige, beziehungsweise das letzte kleine Stückchen der Story, will ich mit euch noch kurz nachsehen,
Ja, da steht nur Pupita. Morlot musste leider zurückbleiben, weil wir mit einem Turtok erkunden mussten. Naja, was ich nachsehen will. Manaphy hat Level 40. Wow, und Cresselia hat Level 47. Wow, das sind übel starke Teammitglieder, Leute. Wow, Attacken, was kannst du denn? Bodyguard, Weißnebel, Aurora Schall und Seer. Und Manaphy? Charme, Superschall, Blubstrahl, Säurepanzer. Ja, ist nicht so der Wahnsinn. Aber starke Mitglieder, muss man sagen. Muss man sagen. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt zum Strand. Und da sind, man könnte sagen, neue Leute. Wir haben diesen Burschen hier in der Brandung gefunden, wo er fast ertrunken wäre. Also haben wir ihn einfach mal rausgezogen. Okay, die Hornio. Oh, wir sind Team Schatzsucher. Wir bekommen immer die Schätze, auf die wir ein Auge geworfen haben. Freut uns, euch kennenzulernen. Okay, ihr seid irgendwie eindrucksvoll. Ich bin noch nicht lange hier. Ich frage mich, ob Knuddelhoff so lebhaft ist wie immer. Was, dich haben sie aus dem Wasser gezogen, Diktri? Ich dachte, ich sei erledigt. Während meines Trainings hier trugen die Wellen mich hinfort. Über Monate trieb ich auf den Wellen dahin, abgeschnitten von jeglichem Kontakt. Ja, über Monate, ist klar. Ja, bei aller Ehrlichkeit, das ist nun wirklich eine Übertreibung. Ich wurde lediglich von den Wellen an die Küste gespült. Als ich ins Schwimmen geriet, wurde ich dankenswerterweise von diesen freundlichen Fremden gerettet. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, was das hier noch soll, aber das ist so... Ja, ich weiß nicht, ein kleines Easter Egg oder so, könnte man wirklich sagen. Was machen wir jetzt noch zum Abschluss, Leute? Ich weiß es nicht. Es gibt ja immer wieder Missionen, wo man unbekannte Gebiete entdecken muss. Hier ist schon mal nix. Und hier ist schon mal... auch nix. Gut, dann machen wir einfach... Ja, ich will noch etwas Kleines erreichen, einfach so zum Abschluss. Ihr werdet dann schon sehen, was. Das muss einfach noch sein. Wo soll es hingehen? Wir gehen am besten... Ja, hier seht ihr, ich habe da ganz komische Dinge gefunden. Fluss der Klarheit zum Beispiel, das... ja. Aber wir gehen kurz in die Flimmer... Ja, Flimmerhöhe klingt gut. Weil... Ja, seht ihr, noch früh genug. Wir müssen den Part ja noch irgendwie füllen. Kommt noch dazu. Items, ich nehme die Röntgenaugen und das reicht dann auch schon. Reicht wirklich aus. Nein. Wir dann schon sehen, was hier rumliegt. Passivschal brauche ich nicht. Hallo, Vati. Tschüss, Vati. Dann, was haben wir noch hier? Nicht wirklich viel Schönes. Ja, es ist wirklich angenehm, jetzt hier durch solche Dungeons durchzurennen. Einfach weil... Ja, die Gegner können uns nichts mehr. Die größte Gefahr in solchen Dungeons ist jetzt lediglich noch zu verhungern. Und wenn ich mich richtig entsinne, habe ich keine Äpfel mitgenommen. Scheiße. Naja, das ist nicht so wild. Ich möchte eigentlich nur noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln für etwas, das ich... Oh, hallo Arcani, du gibst schöne Erfahrungspunkte. Ja, es geht zwar. Ja, doch, ist in Ordnung. Etwas, das ich eigentlich noch machen wollte, aber irgendwie nicht dazu kam. Blizzard ist doof. Da unten ist noch ein Pokémon. Geradax, hallo! Gute Nacht. Ja, einfach nur noch ein paar starke Pokémon bekämpfen und dann fliehen wir auch gleich wieder aus diesem Ort. Falls wir einen Fliehorb haben. Ansonsten müssen wir dann halt kurz beenden den Dungeon. Aber es dauert jetzt auch nicht so lange. Ich bin jetzt hier auch nicht gewillt, alles abzusuchen. Habe ich im Übrigen einen Offscreen-Part gemacht. Also im Offscreen-Part, ja, als ihr nicht dabei wart, als ich ein paar Missionen machen musste, einfach um die Zeit zu überbrücken, habe ich wirklich überall nachgesehen, ob ich nicht vielleicht Dingens finde. Wie sagt man? Ja, solche Schlösser in Steinen drin. Ich habe leider nichts gefunden. Gut, teilweise musste ich auch ein paar Ebenen so schnell wie möglich hinter mich bringen, weil ich kurz vorm Verhungern war. Das ist, wie gesagt, hier das größte Problem. Aber, ja, da ich jetzt hier nur ein paar Gegner bekämpfen will, sollte das gehen. Hallo Kecleon, was hast du denn hier? Ovaler Stein. Ein Eisstein. Schafzahn und... Düsterumhang. Kecleon, weißt du was? Ich nehme mal den Düsterumhang mit. Und den Eisstein nehme ich auch mit. Den Schafzahn, nee, den Schafzahn nicht. Aber den Eisstein nehme ich mit. Für was ist der eigentlich gut? Oh, jetzt muss ich nochmal draufstehen. Info.
Eisbrocken, ach so, das ist für Pokémon, die sich nur in dieser Eishöhle zum Beispiel entwickelt haben. Das Beispiel ist der Glaciola. Das ist ein ovaler Stein, komm, den nehme ich auch mit. Habe ich bisher noch nicht. Gut, dürfte ich, ja, du gibst mir ganz wenig Geld und du willst ganz viel Geld von mir. Alles klar. Gut, 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 gut. Wir gehen. Ah, Moment, Leute, kurze Pause. Verzeihung für die Unterbrechung. Ich wurde gerade angerufen, weil unsere Waschmaschine bald angeliefert wird. Ja, das war gerade wichtig. Deswegen muss ich auch permanent darauf achten, wer anruft. Wenn es nur irgendjemand Unnötiges anruft, dann muss ich nicht unbedingt abnehmen, wenn ich beim Aufnehmen bin. Aber sowas muss dann halt sein, nicht wahr? Ja, muss halt sein. Gut. Gut, gut, gut. Wir sind immer noch fleißig dabei am Erfahrungspunkte sammeln. Bist du des Wahnsinns, Rihorn? Hier, frisst das. Gut, haben wir eigentlich einen Flea Orb für den Fall, dass wir... nee, haben wir nicht. Scheiße. Hier sind wir wieder bei Kecleon. Offenbar gibt es hier keine starken Gegner mehr. Doch, eigentlich das Kecleon. Wow, ich spreche von starken Gegnern und dann kommt da so eine ganze Meute hinterher. Was heißt hinterher? Sie kommen auf uns zu. Du gabst gute Erfahrungspunkte, du bestimmt auch. Ja, auch nicht schlecht. Und noch du. Bams. Das war sehr schön. Das war sogar wunderschön. Gut, 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 gut. Hier haben wir wieder irgendwas Tolles. Ja, doch, Goldband nehme ich mit. Nehme ich mit. Nochmal ein Kecleon. Was verkaufst du mir? Kleinkiesel, Amarinabeere und Blaugummi. Blaugummi nehme ich mit für Shana. Ja, das muss dann sein. Ich verkaufe gleich das Goldband. So bekomme ich ganz bestimmt ganz viel Knete. Ich gebe dir 2000 dafür, wow. Und du bekommst 800. Wow, das war ein gutes Geschäft, Kecleon, nicht wahr? Also ich fand es klasse. Du vielleicht nicht so, aber... ja, kannst nicht alles haben. Blaugummi, an Shana verfüttern. Sehr schön. Und dann, Top-Elixier in den Beutel gelegt. Hier liegt ein Wirbelorb. Ich habe früher immer solche Fluchtorbs gefunden. Also nicht Fluchtorb. Wie heißen die Dinger nochmal? Halt, du hast eine Boxfalle gelassen. Du hast eine Boxfalle gelassen. Die will ich haben. Dafür lasse ich hier den Wechselorb. Flea Orb, hieß der nicht so? Ja, Flea Orb. Und das andere ist der Fluchtorb, die der Taurus hebt Flea Orb auf. Den will ich haben. Das ist doch genau das. Jetzt frage ich mich gerade, ist das der Orb, den ich will? Oder ist es der Orb, der den Fluchtwert steigert? Das gibt ja beides. Da habe ich immer ein bisschen durcheinander. Boden. Was? Pff, nein, jetzt habe ich ihn weggeworfen. Jetzt habe ich ihn weggeworfen, verdammt. Info. Ja, genau das Ding will ich haben. Dafür lasse ich hier den Passivschal. So. Ja, 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 ja. Noch ein paar Erfahrungspunkte und dann kann ich diesen Orb einsetzen. Habe ich das eigentlich schon mal gezeigt? Dass man mit Hilfe von einem Orb einen Dungeon verlassen kann? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Scheiße. Ja gut. Können wir unabhängig voneinander Gegner bekämpfen und alle kriegen Erfahrungspunkte dafür. So ist eigentlich ziemlich schön. Was, Toxin? Bist du des Wahnsinns? Geht's noch? Toxin einsetzen hier. Na, da oben ist ein Gegner. Nee, das ist kein Gegner. Wo ist der Gegner? Da ist der Gegner. Hallo Gegner. Immerhin ist Pupita wieder bei mir. Fühle ich mich schon wieder ein kleines bisschen sicherer. Und oh nein, nicht verwehrt sein. Nicht verwehrt sein. Gut. Gut, 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 gut. Hier ist eine Beere. Oh ja gut, die will ich jetzt nicht mal. Und Geld. Der Magen knurrt. Na super, vielleicht will ich die Beere ja doch haben. Shana holt Erfahrungspunkte. Sehr schön. Dann esse ich halt mal irgendwas Kleines. Mein Floragummi zum Beispiel. Wenn ich es schon gekauft habe, nehme ich das auch. Und ich lerne... Münchbär, was ist das denn schon wieder? Nein, Team, ich... Nein! Ich IQ prüfen. Münchbär, da! Da, 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 da! Pokémon hat ein scharfes Auge für Münzen, wenn es aufhebt, findet es mehr als gewöhnlich... Aha! Gilt das jetzt eigentlich auch, wenn ich es quasi steuere? Oder müsste das Pokémon dann einfach in meinem Team sein und ich müsste einen anderen Anführer wählen? Das ist jetzt interessant. Hallo Gegner.
Ja, das ist wirklich interessant. Ich finde quasi mehr Geld, als rumliegt. Ist nicht gerade logisch, aber macht ja nichts. Rasierblatt. Bams. Gut, 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 gut. Ja, ich glaube, hier haben wir ziemlich gute Erfahrungspunkte gekriegt, also gehen wir weiter. Ja, und der Part dauert jetzt halt ein bisschen länger. Ja, das ist nun mal so. Könnt ihr mir hoffentlich verzeihen. Es ist, ja, vermutlich nicht der letzte Part von Pokémon Mystery Dungeon, aber vom offiziellen Let's Play her, vom Durchspielen des Spiels mit euch zusammen, ist das vermutlich der letzte Part. Glaube ich jetzt einfach mal. Na, super. Na, super. Mach du das, Shana. Na, super, es ist eingefroren. Heißt, ich kann ihm keinen Schaden zufügen während dieser Zeit. Aber jetzt. Immer noch nichts. Immer noch nicht das von mir gewünschte Ereignis, könnte man sagen, ja. Oh Mann, ich habe kein Rasierblatt mehr. Wow. Was? Shana reicht Level 66. Wow, wir sind stark. Wir sind überst stark. Hupita, Level 55. Ha! Das ist das, was ich haben wollte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, passt auf. Man kann. Wo ist der Orb jetzt? Den Flea Orb einsetzen. Und? Man kann sich aus dem Dungeon teleportieren. Shawnee flüchtet während der Erkundung. Kein Problem. Ich bin platt von der langen Reise. Wir sollten uns jetzt etwas ausruhen. Auf diese Weise können wir morgen wieder richtig loslegen, ja. So, ein letztes Mal schlafen. Und dann verabschiede ich mich jetzt schon mal. Leute, das war's mit der Story von Pokémon Mystery Dungeon. Mit Shawnee und Shana. Mit Indivier und Shiggy. Mit Team Greenwater. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß dran wie ich. Den beiden zuzusehen, wie sie ihre ganzen Abenteuer erleben und durchstehen. Und wie sie zusammengehalten sind. Ich fand es wirklich ein grandioses Spiel. Teilweise ein bisschen unfair, aber... ja, die Dungeons sind ja zufällig erstellt. Da kann man jetzt nicht wirklich was dagegen sagen. Und zum Abschluss möchte ich mit euch die Entwicklung eines weiteren Teammitgliedes ansehen. Und zwar ist das von, ja, ihr wisst es doch schon. Entwickeln. Lalalala. Ja, von Pupita. Entwickel dich. Zum Abschluss. Pupita soll sich zu Despota entwickeln. Viel Glück, Pupita. Du, der du erwachen willst. Oh, Pupita verändern sich. Pupita sieht ganz anders aus. Pupita entwickelt sich zu einem übermächtigen Despota. Willst du einen Spitznamen geben? Nein. Teammitglied hat sich entwickelt. Das aktive Team löst sich auf. Mögest du immer nach Entwicklung streben. Wir haben ein übles Pupita am Start. Ist das nicht klasse? Gut. Wo könnte man den Abschluss besser feiern, könnte man sagen, als in unserem Bettchen. Wunderbar. Aber wie gesagt, das war es erst, ja, für den Moment mit Pokémon Mystery Dungeon. Es wird noch ein paar zusätzliche Parts geben. Aber nicht jetzt, das kommt dann irgendwann später. Gut, nochmal Leute, das war's mit Pokémon Mystery Dungeon. Ein großartiges Spiel, wie ich finde. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und ich hoffe, ihr seid auch bei dem nächsten Projekt wieder dabei. Ich weiß noch nicht genau, was es sein wird, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.